Einen schönen guten Morgen von dieser Stelle. Noch etwas benebelt und etwas geblendet von der Sonne. Wir haben heute zumindest das beste Wetter, glaube ich, organisieren können zu diesem feierlichen Anlass. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Tischler, liebe Vertreter der Presse, Besucher des Movieparks, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie heute ganz herzlich zu diesem besonderen Tag in der Movieparkgeschichte begrüßen. Wir freuen uns heute zur Presseeinweihung von Star Trek Operation Enterprise auch wieder etwas Hollywood nach Bottrop-Kirchhellen holen zu können. Und heißen Sie bitte unseren heutigen Ehrengast mit einem warmen, herzlichen Applaus willkommen, Marina Sirtis. Allen Star Trek-Fans ist Marina sehr wohl bekannt als Counselor Deanna Troi, die an der Seite von Captain Jean-Luc Picard und seiner Crew in rund 168 Folgen und 4 Kinofilmen verschiedene Abenteuer und Missionen mit der USS Enterprise erlebt hat. Auch bis heute ist sie in diversen TV-Serien wie Grey's Anatomy oder Navy CIS auf den Bildschirmen zu sehen. Star Trek Operation Enterprise ist für uns ein Meilenstein in der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung des Movieparks und stellt mit einer Investitionssumme von rund zweistelligen Millionen die größte Einzelinvestition des Parks, aber auch des Parkes Genidos Konzerns dar. Ein deutliches Bekenntnis zum Standort Bottrop. Das Thema Star Trek hat Filmgeschichte geschrieben und war eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serien in amerikanischem TV. Ein generationenübergreifendes Thema, was für Innovation, Inspiration und ideologischen Fortschritt steht. Neben dem Klassiker, den viele der älteren Generationen kennen, Raumschiff Enterprise und Captain Kirk, Spock und Pille, wurden weitere Serien wie Deep Space Nine und Voyager produziert. Aber die erfolgreichste Serie wurde Star Trek The Next Generation mit der Crew um Captain Picard, die auch Basis unseres neuen Themas Star Trek Operation Enterprise ist. Auf unserer Operation Enterprise werden unsere Gäste als Rekruten auf eine Trainingsmission zur Rettung der Crew von Captain Picard ins Weltall gebeamt. Die Enterprise-Crew wird durch die feindlichen Borg, die wir eben gesehen haben, gefangen genommen und das Raumschiff im Traktorstrahl festgehalten. Mit dem Shuttle des Typ 6 müssen die Rekruten den Schutzschild der Borg durchbrechen und die Crew sicher zurück an Bord der Enterprise bringen. Elemente, die fast jeder mit Star Trek verbindet, finden wir heute in Bottrop-Kirchhellen. Darunter werden unsere Gäste das Holodeck erleben, den Transporterraum sowie das Herzstück, die Kommandobrücke der USS Enterprise NCC 1701D. Bereits im Oktober 2014 haben wir mit den Planungen der Achterbahn begonnen und erste Gespräche mit Fahrgeschäftsherstellern, mit Lizenzpartnern sowie Vertretern der Stadt Bottrop geführt. Nun sind wir als einziger Freizeitpark weltweit im Besitz der offiziellen Star Trek-Lizenz. Nach Saisonende 2015 war es endlich soweit und wir konnten mit den ersten Abriss- und Erdarbeiten beginnen. 10.000 Kubikmeter Erdreich wurden bewegt bzw. entfernt, 2.000 Kubikmeter Beton, 106 Tonnen Stahl wurden für die Fundamentarbeiten verarbeitet, sodass im August 2016 letztendlich mit dem Stahlbau der Achterbahn pünktlich begonnen und bereits Ende September abgeschlossen werden konnte. Der Bau der Gebäude wurde wie den Bahnhof, das Transfergleis, der Wartungsbereich oder auch das Federation Center erfolgte in der Winterpause. Auch die Arbeiten am Federation Plaza
oder auch dem ehemaligen Filmmuseum, der heutigen Starfleet Academy Recruitment Center, starteten vor Weihnachten. 562 Tage dauerte es vom Beginn der Abriss- und Erdarbeiten im November 2015 und des ersten Testbetriebs vor ein paar Wochen am 24.05.2017. In diesem Zeitraum ist eine neue Welt, ein neuer Themenbereich geschaffen worden. Aus dem ehemaligen Marienhof ist der Federation Plaza geworden. Das Filmmuseum erstrahlt nun als Starfleet Academy Recruitment Center. Als Moviepark haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Gäste nicht nur ausschließlich Fahrspaß mit unseren Attraktionen anzubieten, sondern vielmehr die Gäste mit filmbezogenen Themen in eine Geschichte einzubeziehen und einen unvergesslichen Tag im Moviepark zu bereiten. Mit CBS als Lizenzinhaber von Star Trek haben wir einen neuen Partner gefunden, der von den ersten Gesprächen an mit Begeisterung, Kreativität und Ideen das Projekt tatkräftig unterstützt hat. Enge Abstimmungen in wöchentlichen Telefonkonferenzen und Besuche vor Ort waren notwendig, um das hohe Qualitätsniveau, was sich beide Parteien gesetzt haben, zu erreichen. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an unsere Ansprechpartner Veronica Hart und John van Zitters. Herausforderungen bestanden in der Umsetzung und dem Bau der thematisierten Räume darin, etwas zu erschaffen, was für unsere Gäste nachhaltig erlebbar ist und gleichzeitig den Eindrücken aus den Serien entspricht. Vor 30 Jahren, als Star Trek Next Generation erstmalig ausgestrahlt wurde, hat man sich diverser Tricks und Technologien bedient, die nun längst überholt sind. Der 4:3 Röhrenmonitor ist heute ein 16:9 Flatscreen mit 4K-Auflösung. Lichttechnologie, LED ersetzt die herkömmliche Quecksilberleuchte und viele andere Dinge mussten bei der Gestaltung, insbesondere der Enterprise-Brücke, berücksichtigt werden. Mit der Firma Mack Rides haben wir einen Hersteller gefunden, der eine Achterbahn Made in Germany präsentiert, die für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Komfort und maximalen Fahrspaß steht. Das Layout der Bahn verspricht zahlreiche Inversionen, abwechslungsreiche Fahrelemente und die europaweit einzigartige um 180 Grad gedrehte Halfpipe. Ein weiteres Highlight in diesem Projekt war unsere Zusammenarbeit mit der Firma Imascore, die uns für dieses Projekt eigens 4 neue Musikstücke produziert hat und unserer Achterbahn eine eigene musikalische Identität verliehen hat. Mit dem Budapester Filmorchester wurden diese sowie die 4 Titel der Star Trek Classics, Next Generation, Deep Space Nine und Voyager neu eingespielt. Audio- und Videoeffekte im Außen- sowie im Innenbereich machen einen wesentlichen Teil dieses Erlebnisses aus. Und es freut mich, dass Imascore heute einrichten konnte, hier zu sein. Xavier und das Team, herzlichen Dank. Viele Gewerke und Firmen waren im Projekt involviert und eine Aufzählung birgt leider immer das Risiko, dass irgendwer vergessen wird. Aber ein besonderer Dank geht an die Firma Brüninghoff, die als Generalunternehmer insbesondere den Fundamentbau, den Gebäudebau und die Rohbauinstallation der Pre-Show möglich gemacht hat. Unserem Architekten Norbert Rivola, der uns bei der technischen und planerischen Umsetzung unterstützt, die Koordination mit dem Bauamt und dem Brandsachverständigen übernommen hat. Die Firma Nightlife, die mit der Audio- und Videoinstallation das Star Trek-Erlebnis noch erlebbarer und spürbarer machen. Lokale und regionale Firmen sind für uns immer wichtig, in diese Projekte einzubeziehen. Die Firma Galaflor war zuständig für den Garten- und Landschaftsbau. Die Zimmerei Grever, Elektrolyr und viele andere Firmen waren ebenfalls involviert. Danke auch an die Helfer der Firma TAA, die den Marienhof
umgestaltet und die Thematisierung im Innenbereich ausgeführt haben, sowie unzählige andere Partner, die uns im Verlauf des Projektes in den verschiedensten Bereichen unterstützt haben. Der Stadt Bottrop und Ihnen, Herrn Oberbürgermeister, möchte ich ebenfalls Danke sagen für die Unterstützung, die wir von Ihnen, aber auch von den verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel dem Planungsausschuss oder der Bezirksvertretung Kirchhellen, erhalten haben. Wir haben noch einiges vor am Standort und ich freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wie Sie mir eben berichtet haben, bis 2020 sind Sie noch im Amt. Ich glaube, wir werden noch einige Gespräche führen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Auch möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich dem Moviepark-Team danken. Ob es die Kollegen der Instandhaltung um Norbert Weimann sind, die Marketingabteilung unter der Leitung von Maura Casey oder unsere Fahrgeschäftsmitarbeiter in den Star Trek-Uniformen, die dieses tolle Fahrgeschäft nun ihr eigen nennen können und dürfen. Solche Projekte teils mit internen Ressourcen zu bestreiten, bedeutet immer auch eine außergewöhnliche Anstrengung neben unserem eigentlichen Parkbetrieb hinaus. Last but not least sind noch zwei Personen zu erwähnen, die dieses Projekt mitbetreut und vorangebracht haben. Leider ist es beiden heute nicht möglich, anwesend zu sein, aber ganz herzlichen Dank an unseren langjährigen Projektleiter Wiebe Damstra und unseren stellvertretenden Marketingleiter Manuel Posotovic für die unzähligen Stunden und Nachtschichten, die wir zusammen geleistet haben. Persönlich bin ich stolz, in meinem ersten großen Projekt dabei gewesen zu sein und mit den Kollegen und Partnerfirmen zusammengearbeitet zu haben. Gerade die letzten Wochen vor Fertigstellung waren doch etwas nervenaufreibend und sagen wir es mal spannend, um das hier alles bewerkstelligen zu können. Insbesondere in dieser Zeit war es wichtig, eine verständnisvolle Familie im Hintergrund zu haben, die einem den notwendigen Freiraum verschafft und einen auch an manchen Tagen, wenn es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist auf der Baustelle, wieder aufbaut. Danke auch dafür. Letztlich zeigt aber die harte Arbeit und die Resonanz unserer Gäste, ob bei Gesprächen vor Ort oder in den sozialen Netzwerken, es ist uns als Moviepark gelungen, ein Stück Hollywood zu kreieren und die Gäste in den Bann von Star Trek zu ziehen. Neidisch schauen sogar die Freizeitparks in den USA auf das kleine, beschauliche Bottrop, Kirchhellen, und fragen sich, warum dieser Freizeitpark weltweit eine Star Trek-thematisierte Achterbahn vorweisen kann und warum muss die ausgerechnet so weit weg sein. Aber gut, wir sind stolz auf das, was wir nun geschaffen haben und schauen voller Optimismus in die Zukunft des Parks. Spock würde an dieser Stelle sagen, live long and prosper. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, guten Morgen. Ich möchte Sie auch herzlich willkommen heißen hier zu unserer Pressekonferenz von Star Trek Operation Enterprise. Firstly, Marina, good morning. Good morning. Good morning. Alice. Is that right? No, Alice. Not right. Alla. Okay. Almost. Good job. First of all, I just want to thank you so much for taking the time to be with us today. We're absolutely thrilled to have you here in the park. I'm thrilled to be here. This is an amazing facility. I've never seen anything like it before. And as this is the 30th anniversary of TNG, like I said, this is unique. It's fantastic. It's probably the best ride, amusement park thing that I've ever seen, ever. So well done to everybody. Well done, Torsten. Well done. It's all good. It's all fantastic. Thank you. That really means a lot for us. So I did prepare some questions. We are, of course, since you're a professional actress and you were in the series, we're very, very curious to hear a little bit about that experience and also the first impressions of our attraction here. So first question, you did 7 seasons for Star Trek, The Next Generation on TV, and 4 blockbuster movies on the big screen. Star Trek, The Next Generation was the biggest Star Trek show on TV. How did Star Trek change your life?
in every way. When I got the job, I had no money, literally nothing, in the minus column. All my credit cards were full. I was going back to England because I had a ticket and my visa was running out the next day. And it pretty much did my life did a 180 from here to here. And all good things. I mean, really, I owe my life to Star Trek. I owe everything I have to Star Trek. I owe my husband, he's American. I met him when I was in America. So everything that's important to me, Star Trek gave to me. And we have the most loyal fans in the history of show business. Yeah, it's very impressive. It's very impressive that 30 years later, they still want to come and see us. It blows my mind. It was the best thing that ever happened in my life, by far. I can imagine. Good, then I'll move on. Everybody in the world knows you as Counselor Troy. What does this mean for you? Is there a normal life after Star Trek? Yeah, there is actually, because I don't get recognized. I'm not Patrick Stewart. You know, Patrick Stewart can't step out of the door and he gets recognized. I don't have the Troy hair. That was a wig. It came off at night, went on the wig stand, and people expect to see hair and they expect it to be dark. And so I can live my life like a normal person. I'm very lucky in that way because not many actors who've achieved that level of success can live a normal life. But I'm just a normal housewife. When I'm in LA, I go shopping and, you know, go to the dry cleaners and cook and all those things. So I think it's very important for actors because we can be very isolated and we don't live a normal life. So I feel very blessed that I can be a normal person in Los Angeles. And to be honest, there are way more important and famous people than me in Los Angeles, so I'm not that far up the totem pole. Okay. I think you did okay for yourself, though. Okay, we celebrated 50 years of Star Trek last year. You can see here from our brand new attraction, Star Trek is still very alive, still very present. What is the mythos behind Star Trek? What do you think makes it so special that it appeals to so many audiences over so many years? I think it's the philosophy of Gene Roddenberry, who created the franchise. He had a very positive view of the future. He thought that as human beings, we would evolve up. You know, in his universe, there were no wars. There was no money even. That we had evolved into a higher state of being. I have to be honest, when I look around the world today, I'm not sure his vision was correct, but I think the fact that he gave us hope, the hope for a better future, I think that's very appealing. Also, we were very inclusive. It didn't matter how you looked. What mattered what was in your heart and what was in your mind. And I think that's very attractive to a lot of people who possibly feel that they don't fit in society. And Star Trek is a home for them. I can imagine. Good, I'll move on. We were very excited, as Torsten was saying, to have the license for Star Trek and then worldwide. So you see from the attraction, based on the Next Generation, Federation Plaza, you saw a little bit in the attraction, the bridge, the pre-show archives. What are your first impressions of our attraction? The bridge is perfect. Everything's perfect. I feel like I'm back in the studio. The first thing I wanted to do was go and sit in my chair. So, because there it is. It's very impressive. I think you guys, when you see it, will be amazed at the detail and the quality of the work inside. Like I said, I've never seen anything like it. I've been to other Star Trek attractions. The only thing really that I would compare to this would be the Star Trek Experience in Las Vegas. And I think this is probably better, to be honest. It really is, because it pretty much in the Vegas one, they took you through the bridge and then you went on the ride. But here, there's so much more to see. There's something to see even when you're standing in line. So
I think it's going to be great. And Germany is the third biggest market for Star Trek in the world. This is why we always come to Germany, because you guys are Star Trek crazy, and we love it. Thank you so much for supporting our show for so many years. It's the perfect country, I think, to have this attraction. Yeah, we're very happy about it. I was just going to ask you, you talked a little bit about the bridge. Does it bring back memories for you? Do you feel like a little bit on the film sets? I did. I wanted to sit in my chair and pretend that Captain Picard was sitting next to me and asking me questions. It's very, makes me a little homesick for the bridge, yeah. Okay, you'll have a chance to sit in your seat shortly together with Torsten for some photo ops. Which they didn't let me do in Las Vegas, actually. They wouldn't let me sit in my seat, and they sent security to come and move me, and they picked the wrong person, because I was like, excuse me, this is my chair. And like, you can't sit there, and I'm like, excuse me, this is my chair. I'm staying right here. So at least I get to sit in my chair on your attraction. Thank you. Of course. So we are an amusement park, and it's a roller coaster. Obviously, the coaster, as Torsten was saying, it's built by Mack, and it's a very high-tech coaster. So for coaster fans, amusement park fans, we know that we will have some interest. But do you think for Star Trek fans that they would be excited about what we've actually built here? Well, I think they will, because, well, first of all, people come to an amusement park to go on roller coasters. That's the main reason they go to an amusement park. The fact that you have, it's not just the roller coaster, you have a Star Trek experience. It's not just going on a ride that goes round and round and round. There's so much more that you have here. I mean, I'm looking over here at Starfleet Academy, the Star Trek Center. This is unbelievably excellent. I mean, really, it's an excellent facility. I think you're killing two birds with one stone. You've got the Star Trek fans who are going to come and see the facility, and also you have just the people who want to go on a new roller coaster. So it kind of covers both bases. Great, good to hear that. So basically that's it from our side. I really appreciate, again, you taking the time. We're absolutely thrilled that you are here. I brought the weather with me from thank California. God. Yes. Say so thank you, German people. Danke. Okay. Okay, thanks again very thank much. You. Ja, herzlichen Dank, Maura und Marina. And Marina, be sure security will not move you out of the chair. It's yours today, so we have some opportunities later on, despite the fact that I'm not Patrick Stewart and not Captain Picard. So I'm sorry for this. There's a bald guy. Yeah, there is one guy maybe, Oliver, who looks close to him. So vielen Dank für das Interview, für die Hintergründe, ich glaube, da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Anekdote aus den diversen Folgen, die es noch gibt. Aber ich möchte an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich nochmal Herrn Oberbürgermeister begrüßen. Und es freut mich ungemein, dass Sie es heute einrichten konnten, so kurzfristig hier heute für die Eröffnung zur Verfügung zu stehen. Und ich würde Sie einfach bitten, mal mit mir auf die Bühne zu kommen. Yeah, dear Mrs. Surtees, again, a very warm welcome to Germany. We are proud to have you here in Bottrop, as you know, in the most beautiful city of the Ruhr Valley. Und lieber Herr Backhaus und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich auch außerordentlich, dass ich hier heute dabei sein darf bei der Eröffnung der neuen Attraktion hier im Park. Wir wissen, diese Attraktion steigert das Angebot, die Attraktivität des Parkes und auch der Gästezuspruch unseres Parkes wird sich weiter erhöhen. Denn der Park, meine Damen und Herren, ist mit seinen Millionen Besuchern in den vergangenen Jahrzehnten zu einer ganz wesentlichen Institution hier in der Region geworden und ein ganz großer Imagefaktor eben auch für unsere Stadt Bottrop. Und so ist es auch keine gewöhnliche Achterbahn, die hier entstanden ist, sondern, wie ich finde, ein Muss für jeden Liebhaber der Star Trek-Filmreihe, aber auch für Fans von Science-Fiction eben generell. Wer hat als echter Trekkie nicht schon davon geträumt, meine sehr geehrten Damen und Herren?
der Enterprise-Besatzung aus einer ganz misslichen Situation zu helfen. Wer hat nicht gehofft, dabei zu sein, wenn die Guten im Universum wieder einmal gegen die Bösen die Oberhand behalten? Und so freut mich besonders, dass mit Marina Sirtis eine Darstellerin dieser Guten und einer Botschafterin des Erhalts des Friedens, dass sie hier den Weg zu uns heute gefunden hat. Diese Erhaltung des Friedens, meine Damen und Herren, empfinde ich in unserer Realität übrigens gerade in diesen schwierigen Zeiten auch als einen sehr schönen und tragenden Gedanken, der, glaube ich, diesen wunderschönen Tag auch ein bisschen abholen kann. Ich rufe Frau Sirtis nochmal ein ganz herzliches Glück auf zu beende diese kleine Ansprache. Ich wünsche der Attraktion eine immerwährend störungsfreie Fahrt und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wie sagt man, Energie. Dankeschön. Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen herzlichen Dank. Wir haben das Tracky-Vokabular passend beschrieben.